Hallo zusammen, endlich wieder Sleep Chat. Hallo, schön, dass ihr da seid und zuhört. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, um euch diese Podcast-Folge und ich gehe mal davon aus, dass sie sehr interessant wird, diese sehr interessante Podcast-Folge heute anhört. Es geht um ein sehr, sehr interessantes, wichtiges und sehr unterschätztes Thema, nämlich heute geht es um das Thema Chronobiologie. Etwas, das mich auch sehr beschäftigt, natürlich im Rahmen des Schlafes. Ich habe mir dazu heute einen Experten rangeholt, sozusagen. Schön, dass du dabei bist. Hallo, Michael Wieden. Hallo. Hallo Christoph, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich auf den Tag heute. Ja, ich mich auch. Sehr schön. Gut. Legen wir gleich los. Ich, wie immer, stelle meine Gäste kurz vor. Michael ist eigentlich ausgebildeter Waffenkaufmann und Betriebswirt. Also deine Karriere ging irgendwo ganz anders los. Ähnlich wie bei mir, aber sehr schön. Du beschäftigst dich jetzt schon sehr lange, seit 2002 intensiv mit dem Thema Chronobiologie. Du bist gefragter TV-Experte, du hast unterschiedliche Formate, Vorträge und du berätst Unternehmen zu dem Thema, was ich auch sehr interessant und wichtig finde. Du schreibst Bücher zu dem Thema, hast veröffentlicht Artikel und hast auch ein wissenschaftliches Sammelband zusammengestellt, was unheimlich interessant ist, um mal wirklich so einen übergreifenden Blick auf das Thema zu bekommen. Du warst Dozent an der Kolping-Akademie und an der IHK in Würzburg und warst dort auch Mitglied im Prüfungsausschuss für das TKG ging, glaube ich, um Führung und Zusammenarbeit, also zum Wirtschaftsfachwirt, glaube ich, ne? Steht hier auch, habe ich mir aufgeschrieben. Du warst Wirtschaftsförderer statt Kissing, du kommst auch, glaube ich, aus der Ecke so generell, glaube ich, ne? Genau. Genau. Initiator des heutigen Projektes Chrono City, also ein Pilotstadt für Chronobiologie, finde ich mega interessant. Also da würde ich gerne mal auch gleich noch ein bisschen was zu hören. Und in diesem Zusammenhang Mitglied des Arbeitskreises Zeitgerechte Stadt der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft. Klingt extrem spannend, gleich eine ganze Stadt mit reinzuziehen, das Thema, finde ich super. Und jetzt bist du seit 2018 Speaker und Berater zum Thema Chronobiologie im Bereich BGM und Corporate Health auch, wo ich auch unterwegs bin. Also kommen wir da sehr nah aneinander. Und du hast eine Firma, Aliamos GmbH heißt die, die häufig dann auch im Verbund mit der Wissenschaft chronobiologische und auch ernährungsfokussierte Change-Projekte in Unternehmen umsetzt, auch in Gesundheitseinrichtungen oder unterschiedlichen Organisationen. Und ja, also du bist also schon sehr lange dabei. Du bist, wie ich raushöre, kein Wissenschaftler, kein Arzt, kein Professor zu dem Thema. Das bin ich auch nicht. Aber ich finde das persönlich nicht unbedingt zwingend notwendig, weil, wie wir beide wissen, geht es oft auch darum, das, was wissenschaftlich bekannt ist, auch rüberzubringen. Und gerade im Thema Schlaf ist es sehr wichtig, dass wir die Leute dazu bringen, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen und nicht nur ihnen erzählen, was es ist, sondern wirklich auch mit dem Thema was tun. Und deswegen brauchen wir auch andere, sagen wir mal, Kompetenzen, als jetzt nur Wissenschaftler zu sein. Also hat man daher ziehe ich mich da ganz mit ein. So, ich habe eine schöne These mitgebracht. Wir haben sie sogar diesmal vorher abgestimmt. Sehr schön, super. Die These lautet, dass die Berücksichtigung der Chronobiologie, das ist nämlich sehr interessant, des Menschen, also uns eine sehr große und einfache, gewaltige Möglichkeit bietet, unser physisches und psychisches Potenzial auszuschöpfen. Also wenn wir uns einer Chronobiologie bewegen, können wir unheimlich viel Potenzial rausziehen. Es passt aber im Moment eigentlich überwiegend gar nicht in unsere gesellschaftlichen Abläufe und Erwartungen und deswegen wird es einfach ignoriert. Das heißt, wir haben einen Ablauf und wir haben Systeme, die auf eine Art funktionieren. Wir haben dagegenüber ein von der Natur vorgegebenes System der Chronobiologie und dadurch, dass die beiden nicht übereinander passen, wird die Chronobiologie einfach ignoriert. So, lassen wir das mal so stehen. Ich glaube, es schwingt schon sehr viel mit, was man dazu sagen kann. Ich glaube, wir beide haben da auch schon eine relativ klare Meinung dazu. Wenn ich das jetzt alles richtig wiedergegeben habe und du keine Einwände hast, würde ich sofort meine erste Frage loslegen. Ist das alles soweit erstmal richtig? Habe ich zu dir alles richtig gesagt? Das Einzige, wo ich eine kleine Korrektur reinbringen möchte, also jetzt nicht von meiner Seite, das ist, ich selber habe den Sammelband nicht rausgebracht, weil da muss man immer ein bisschen Okay, aufpassen, sondern natürlich. ich habe einen Artikel in diesem Sammelband geschrieben, weil das waren alles Teilnehmer dieses Arbeitskreises Zeitgerechte Stadt, die dort drin, und da bin ich also ein Teilnehmer und habe einen Artikel geschrieben. Aber das Okay. nur zur Okay. Klarstellung. Ansonsten passt alles Sehr schön. richtig. Okay, sehr gut. Also, Chronobiologie ist das Thema.
Kurz vorab, ich mag es immer ganz gerne auch so eine persönliche Geschichte zu hören dahinter, die ist bei dir sicher auch da. Warum hast du Interesse an der Chronobiologie? Hast du eine persönliche Beziehung dazu? Warum ist das für dich so ein schönes, wichtiges Thema? Ja, die witzige Geschichte dahinter, also es gibt auch eine Geschichte dahinter, das ist relativ einfach, war 2002. Damals, die Firma, wo ich damals gearbeitet habe, hat zugemacht und ich war kurze Zeit arbeitslos und bin dann in eine Weiterbildungsmaßnahme rein, die mich sehr interessiert hat. Und dort gibt es immer, es war übrigens 2001, das erste Mal ein Online-Seminar. Damals musste man auch Satelliten irgendwo hinstellen und so. Und da gab es dann das erste den ersten Präsenzunterricht. Und da ist es ja immer so, man stellt sich vor, ja, in der Runde. Und da gibt es so Vorstellungsspielchen und da waren eben dann so fünf Gruppen und das Thema, was die Dozentin vorgegeben war, dass wir uns Gedanken innerhalb von einer Viertelstunde Gedanken machen sollen zum Thema, wie könnte ein innovatives Zeitmanagementsystem aussehen. So, und da ist mir während der ersten fünf Minuten dieser Viertelstunde gekommen, Mensch, warum eigentlich arbeiten nach Zeitvorgabe, warum nicht arbeiten nach Leistungsfähigkeit? Und da ich mir gedacht habe, es könnte ja sein, dass jeder irgendwo anders tickt. Das heißt also, man setzt die Termine nicht mehr nach bestimmten ökonomischen Gegebenheiten, sondern tatsächlich nach Leistungsfähigkeit. Dann den Termin zu einem Meeting zum Beispiel oder zu einem Treffen setzen, wann die Beteiligten auch am fittesten sind. Und da haben wir dann in unserer Gruppe, weil die waren ziemlich begeistert in der Gruppe, haben die dann gesagt, Mensch, arbeiten wir kurz was aus, haben in 10 Minuten was ausgearbeitet, präsentiert und die Teilnehmer waren so begeistert und auch die Dozentin hat gesagt, das muss ich unbedingt weiterverfolgen. Und dann habe ich erst einmal angefangen zu recherchieren und zu gucken, was gibt sowas überhaupt. Und dann bin ich im Laufe dessen irgendwann das erste Mal auf den Begriff Chronobiologie gestoßen. Und dann hat mich das so fasziniert, was ich da gelesen habe, dass ich dann eben dieses Thema von dem Moment an weiterverfolgt habe und immer in Verbindung mit Arbeitsformen, mobilen Arbeiten und so. Schön, also es hat mich irgendwann gepackt, erwischt und es hatte ich nicht mehr losgelassen. Ja, es ist auch, du hast es jetzt auch schon damit auch sehr schön eingeleitet, Leistungsfähigkeit danach richten, wann man Leistung bringen kann. Also das ist auch natürlich so das Thema, das ist auch eine schöne Überleitung jetzt auf die erste sozusagen Fachfrage. Was, fangen wir mal ganz oben an, was ist Chronobiologie? Eine ganz platte Frage, aber für viele erstmal, glaube ich, sehr wichtig, weil das schwirrt so rum, aber was ist es eigentlich? Also Chronobiologie ist genau genommen die Wissenschaft von der genetisch bedingten inneren Uhr. Grundsätzlich erstmal unabhängig davon, ob das jetzt die innere Uhr von Menschen, von Tieren, von Fauna oder Flora ist, sondern einfach erstmal die innere Uhr. Wir alle, alles, was passiert in uns, passiert auf Basis oder die Grundlage davon sind innere Uhren. So, jetzt gibt es die Humanchronobiologie. Das ist eigentlich die, worum es hier geht, weil uns interessiert ja in erster Linie die Menschen. Die beschäftigt sich im Prinzip damit. Das heißt, die meisten kennen so diesen Begriff Eule-Lerche. Das sind so die Frühtypen, Spättypen. Das ist so das, was immer überall in den Medien auch rumschwirrt. Und das sind sozusagen die zwei Chronotypen, mit denen sich die meisten anfänglich irgendwo mal schon mal befasst haben oder gehört haben. Dabei sind es ja eigentlich nur die beiden Extremausprägungen, links und rechts. Und das heißt also, am Ende des Tages gibt es da noch wesentlich mehr Chronotypen. Aber das ist eigentlich im Kern dieses Thema. Das heißt also, einmal, wie kann ich feststellen, wann ich leistungsfähig, beziehungsweise wie ich ticke, ja, was ich für ein Typ bin. Und zweitens natürlich auch, wie sich die inneren Uhren oder dieses mit oder gegen die innere Uhr arbeiten, dann letztendlich auch auf den Körper auswirkt. Und diese inneren Uhren sind, wie schon gesagt, also hauptsächlich genetisch bedingt. Das ist auch etwas, was für viele dann immer neu ist. Die denken immer, ja, man kann sich ja daran gewöhnen, man kann sich umstellen und so weiter. Genau. Aber das ist im Prinzip ähnlich wie bei einer Fußgröße. Wenn ich Fußgröße 42 habe, ja, dann kann ich mir zwar einen 46er anziehen, aber ich kriege nicht besonders viel Leistung raus. Und ich kann mir auch einen 39er anziehen, indem ich vorne aufschneide, kriege aber auch nicht viel Leistung raus. Und das ist das ja, was im Moment in der Gesellschaft so passiert. Ja, das heißt, also im Endeffekt kriegen wir alle Schuhgröße 42 zugeordnet, obwohl wir unterschiedliche Fußgrößen haben. Und so ist es mit dem Schlafen der inneren Uhr auch. Die tickt meistens anders als die externe Uhr. Ich habe mal gehört, dass wir viele unterschiedliche innere Uhren haben. Also dass Organe andere innere Uhren haben. Also wir reden immer von dieser einen inneren Uhr, aber haben wir nicht verschiedene, also mehrere innere Uhren?
Wir haben im Prinzip tausende innere Uhren, die passieren, also die gesamten, ich sage mal, diese, dass das Ganze, es gibt eine sogenannte Master Clock. Das ist im Endeffekt die ausgehende, die Uhr, die sozusagen mehr oder weniger den Urimpuls immer wieder gibt. Ja, und das ist der sogenannte suprachiasmatische Nukleus. Ja, der befindet sich so unterhalb der Sinnnervkreuzung. Und die Struktur dieses suprachiasmatischen Nukleus ist im Prinzip so individuell wie eben zum Beispiel auch die Fußgröße. Ja? Okay. Das heißt, wie diese Uhr tickt, das bestimmt dann letztendlich auch, wie unser restlicher Körper tickt. Okay. Die ganzen anderen Uhren angesetzt werden. Kann man sich ganz kurz nur vorstellen, habe ich auch mal in einem Video versucht darzustellen. Das heißt, es gibt beim Domino Day. Es gibt einen zentralen Punkt, der so diesen Impuls gibt, ja, und der geht dann weiter und jeder Dominostein ist sozusagen eine eigene innere Uhr, ja, und wird dann wieder in Gang gesetzt, ja, und dann geht im Prinzip so eine ganze Welle durch den Körper an Impulsen, die dann bestimmte zig verschiedene Prozesse, hormonelle Prozesse etc. auch in Gang setzt. Genau, okay, ja, unheimlich interessant. Ich glaube, da schwingt auch so ein bisschen diese chinesische, diese Organuhr mit rein, ne, wo das verschiedene Organe an bestimmten Zeiten sich regenerieren und funktionieren in der Nacht und sich wieder aufbauen. Das ist, glaube ich, auch dann gesteuert, dass solche abhängig von der großen inneren Uhr kleinere innere Uhren, die ablaufen. Ne? Richtig. Also das Ganze passiert halt immer in der Bandbreite auch, weil zum Beispiel ein Frühtyp, ja, da passieren halt die ganzen Vorgänge zu einem anderen Zeitpunkt als jetzt bei einem Spättypen. Mhm. Ja, also das ist halt so diese Thematik, das heißt, man muss das dann immer sehen, den Menschen selber als eigene Welt, ja, in dem die Uhren ablaufen und dann eben auch dieses Thema, wie du gerade gesagt hast, Organuhr etc., solche Sachen, die spielen da im Endeffekt auch mit rein. Ja. Mhm. Okay, dann kratzen wir jetzt mal so kurz ein bisschen auch unsere These. Welche Rolle, also wenn man jetzt diese Uhr nimmt, so wie du sie jetzt beschrieben hast, sie ist genetisch festgelegt, man kann sie nicht verändern. Auch ein Taxifahrer übrigens nicht, der einmal meint, oh, es geht mittlerweile nach 30 Jahren, habe ich es drin. Welche Rolle spielt es in unserem Tag? Also ich sage den Leuten immer, ihr könnt gucken, was die Natur für euch parat hält und wie ihr individuell tickt. Und damit gehen oder ihr könnt dagegen leben. Also ist es wirklich so, dass die chronobiologische Rolle so verhaftet ist, dass sie im Prinzip den Rhythmus unseres Tages eigentlich schon vorgibt? Ja, man muss ja immer im Prinzip ein paar hundert Jahre mal zurückgehen, ja, und sich in diese Situation damals versetzen. Damals ist es ja, dort gab es ja keine externen Taktgeber, jetzt mal von der Sonne, womit ja die innere Uhr auch ein Stück weit zusammenhängt, zusammenarbeitet. Mhm. Wenn man es mal so nehmen will, justiert ja mehr oder weniger die innere Uhr. Da gab es ja sonst überhaupt gar keine externen Zeitgeber, externen Taktgeber, die dann sonst da waren. Es gab keine Uhren, keine Wecker oder was auch immer, mal vom Hahn abgesehen. Und da ist es natürlich ja auch sinnvoll, auch bei allen anderen Tieren ist es ja einfach sinnvoll, wenn es im Prinzip einen geregelten Ablauf gibt, ja, den eigentlich auch die Natur vorgibt. Ja, man ist ja jetzt nicht einfach ein losgelöstes Element der Natur, alles um uns herum passiert ja nach Rhythmen. Ja, das heißt, jede Kleinigkeit, die abläuft, passiert nach Rhythmen, die ineinander greifen und die Natur innerhalb von Jahrmilliarden letztendlich entwickelt hat, ein Stück weit immer wieder perfektioniert hat. Wobei ich nicht perfektionieren im Sinne von, ist es jetzt zu Ende, sondern einfach immer wieder weiterentwickelt hat. Und jetzt kommt auf einmal etwas, der Mensch gestaltet auf einmal etwas, was komplett dem entgegenwirkt. Und das heißt ja nicht, dass damit automatisch sofort jetzt alle natürlichen Prozesse, die im Körper laufen, abgeschaltet werden können. Sie laufen ja weiter. Und da geht es eben im Prinzip genau darum, wie du gesagt hast, zu sehen, einmal festzustellen, wie ticke ich eigentlich? Das heißt, was sind eigentlich meine natürlichen Rhythmen, wenn ich jetzt keine äußeren Zwänge hätte? Mhm, ja. Was sind dann die äußeren Zwänge, die auf mich einwirken? Um dann zu sehen, wo gibt es Zwänge, vermeintliche Zwänge, die ich, sagen wir mal, anpassen kann? Wo gibt es welche, die ich nicht anpassen kann? Sodass wir dann zu einer Optimierung hinkommen, ja, die mir einfach dann das Leben und damit auch die Gesundheit im Prinzip vereinfachen. Genau, Thema Gesundheit. Wäre direkt daran anzuschließen, weil die Frage ist ja, man kann ja sagen, ja, okay, es gibt diesen Rhythmus, der ist ja nun mal da, ich kriege schon irgendwie hin, ich bin auch ein bisschen jünger, ich kann Gas geben, ich ignoriere das einfach mal, was ja passiert. Das haben wir in der These auch so ein bisschen stehen.
Aber was passiert denn mit uns, wenn wir es ignorieren? Was ist denn der Einfluss auf unsere Gesundheit? Also, ne? Also Körper, Geist, wir wissen ja, was in der Nacht auch passiert mit der Regeneration und so. Was ist, wenn wir das verschieben? Kann man denn sagen, was das für unser System, unser Gesundheitssystem bedeutet? Wenn wir sozusagen, was die Chronobiologie, wenn die durcheinander kommt, was dann passiert mit uns? Ja, ich meine, es ist im Prinzip, wenn man es genau nehmen will, ausgehend mal vom Schlaf zu sehen. Ja, ich meine, das ist ja dein Thema auch. Und wenn wir einfach mal sehen, wir werden mit dem Wecker geweckt. Das ist also der erste morgendliche Impuls gegen die innere Uhr. Was bedeutet das im Prinzip? Jedes Mal, wenn ich mit dem Wecker geweckt werde, schlafe ich nicht zu Ende. Ja, das heißt, ein natürlicher Prozess, der einen bestimmten Zeitraum mit sich bringt, ja, der dann irgendwann zwischendrin abgebrochen wird. Das heißt, der Schlaf kann seine Arbeit nicht zu Ende führen. Mhm. Das ist wie im natürlichen Leben auch, jetzt sagen wir mal, nicht im natürlichen, im künstlichen Leben, wenn man es mal so nehmen will, auch, wenn ich etwas nicht zu Ende führe, funktioniert es nicht hundertprozentig. Das heißt, wenn ich ein Auto nicht zu Ende baue, wenn ich die Haare nicht zu Ende schneide, ja, irgendjemand ist am Ende des Tages unzufrieden, irgendwas funktioniert nicht richtig. Ja, und das hat Effekte. Und genauso ist es im Prinzip auch. Das heißt, der Schlaf wird nicht zu Ende geführt. Bestimmte Schlafphasen, im Speziellen natürlich die REM-Schlafphasen in der zweiten Schlafhälfte, ja, können nicht die Arbeit ausführen, die sie in dem Umfang, der eigentlich notwendig wäre. Ja, denn wenn der Schlaf zu Ende ist, wache ich auf. Ja. Und das kann in dem Fall eben, wird es unterbrochen und dann hat es dort schon den ersten Effekt. Das heißt also, ich habe schon hier die erste Unterbrechung und wenn ich mit dem Wecker geweckt werde, ja, das ist ja schon der nächste Punkt. Das heißt, was passiert eigentlich in dem Moment mit dem Weckerwecken? Ja, das heißt also, ich bekomme einen Impuls von außen, der eigentlich für den Körper fast so ist, als werde ich von einem Löwen oder Tiger angegriffen. Ja, das heißt, Alarmzustand, ja, das heißt, Adrenalin geht nach oben mit allem drum und dran und das heißt schon mal da, ich habe täglich einen Alarmzustand. Ja. Mindestens einmal am Tag habe ich einen erhöhten Alarmzustand, ja, den ich vielleicht in der normalen Natur nicht haben würde in dieser Form. Und so geht es dann weiter. Das heißt also, der Körper muss jetzt mit einem abgebrochenen Schlaf schon mal klarkommen, ja, und dann natürlich mit körperlichen Umswitchen auf körperliche Abläufe, auf die er eigentlich noch gar nicht eingestellt war, weil er eigentlich noch auf Schlaf gepolt war. Ja. Das heißt, er muss innerhalb von einer Sekunde auf die andere umswitchen. Und ich sage in dem Zusammenhang immer, der Körper startet eigentlich jeden Tag ein Notprogramm. Ja, das heißt also, er muss im Prinzip etwas schaffen, was normalerweise gar nicht notwendig wäre von seiner natürlichen Prädisposition her. Und dann muss er täglich ein Notprogramm schaffen. Und so zieht sich das im Prinzip dann weiter drüber, weil was passiert ja nach dem Aufwachen? Ja, man ist ziemlich weit unten und es dauert eine ganze Zeit lang, bis man wieder hochkommt. In dem Moment kommt dann das Nächste. Der Nächste denkt sich vielleicht, oh, ich muss morgens Sport machen. Dann macht er genau zu dem Zeitpunkt Hochleistungssport, wo der Körper eigentlich auch noch nicht drauf eingestellt ist. Und so zieht sich das dann über den ganzen Tag hin drüber weg. Das heißt also, dieses Notprogramm gaukelt ein Stück weit vor. Ich kann mich ja dran gewöhnen. Das kostet aber Energie. Wenn ich jung bin, ja, das ist ja die Aussage der Jungen, ja, dann hat man diese Energie noch, ja. Das heißt also, genau, dann komme ich damit klar, ja, das läuft und ich habe gar nicht das Gefühl, als würde irgendetwas querlaufen. Mhm. Das ist ja auch das, was ich immer so schön, das ist das, was die Leute sagen, der Körper gewöhnt sich dran. Und ich denke, das Gefährlichste in diesem Zusammenhang ist einfach dieser Gedanke, dass der Gewöhnungsprozess, dass dieser Prozess der Gewöhnung an eine Situation ein evolutorischer Vorgang ist. Das ist es aber nicht, sondern es ist eigentlich genau genommen ein Notprogramm. Ja? Das heißt, der Körper hat ständig ein Notprogramm, aber niemand würde auf die Idee kommen, ein Notstromaggregat den Rest des Lebens laufen lassen, sondern man versucht, die Ursache zu finden, warum die eigentliche Stromzufuhr nicht funktioniert, stellt das ab, damit das Notprogramm wieder ausgeschaltet werden kann und die normale Geschichte wieder laufen kann. Wir lassen im Prinzip ein ganzes Leben lang das Notprogramm laufen. Also das hat natürlich irgendwann Folgen. Es ist auch ein Notprogramm, dass wir uns aufzwingen. Ne? Also es ist immer ein Zwang. Es ist kein, man nennt es so schön Flow heutzutage. Ne? Den Flow finden, ne? Der ist oft auch so Adrenalin-Kick-artig, auch oft wird er so eingesetzt, aber eigentlich ist der Flow ja im Flow mit deinem System und wirklich abzugeben und gleichzeitig im richtigen Rhythmus im Flow zu sein. Und das ist jetzt gar nicht nur esoterisch oder irgendwie, sondern es ist wirklich, wie du auch sagst, ein vorgegebener genetischer Rhythmus, der in uns drin ist. Aber wenn das so ist, wenn wir das wissen, ist ja beim Schlaf genauso. Ne? Übrigens, Schlaf ist nicht Teil der medizinischen Ausbildung, was ja unvorstellbar ist eigentlich. Ne? Also das ist ja
kann man keinem erzählen, ne? Jemand, der irgendwie, keine Ahnung, sich um Autos kümmert und nicht lernt, irgendwie wie ein Vergaser funktioniert. Also das ist ja, ne, also völlig ähnlich der Ernährung. Mit der Ernährung auch, obwohl wir da jetzt schon zum Glück mittlerweile so sind, dass man sich nicht schämen muss, wenn man über die Ernährung spricht. Beim Schlaf muss man sich noch schämen. Richtig. Wie ist das? Also, wenn wir das alles wissen, das ist ja das Kranke daran, nächstes Mal, wenn wir das alles so wissen über die Chronobiologie, wieso bleibt es nur so ein Mythos? Warum sagen nicht, also das ist ja auch so, ja, das ist die innere Uhr, das ist ja so ein, man sagt es ja so, ne? Die Leute nutzen das manchmal so und sagen, ja, es ist meine innere Uhr, die wissen auch gar nicht, worum es geht. Warum setzen wir das nicht ein? Also warum bleibt es ein Mythos? Warum bleibt es unter der Oberfläche und warum kriegen wir es nicht hin, unsere Abläufe daran anzupassen? Sind wir nicht flexibel genug? Also du arbeitest ja auch mit Unternehmen zusammen. Warum nutzen wir es nicht als Gesellschaft? Was hält uns davon ab, deiner Meinung nach? Ja, es sind in meinen Augen mehrere Faktoren. Also das eine ist natürlich immer so die Kausalität. Das heißt also, jeder Mensch hat eine bestimmte Schmerzgrenze. Ja, das heißt, die liegt bei den Menschen extrem hoch. Das heißt also, bevor er etwas verändert in seinem Leben, ja, und ich greife da auch immer wieder gerne auf die Ernährung zurück, ja, bevor jemand etwas verändert im Leben, ja, muss die Schmerzgrenze extrem hoch sein, bevor jemand bereit ist, etwas zu verändern. So, das leider heißt schon, also, ja, muss nicht, aber es ist halt meistens so der Fall. Ne? Es ist wie ein Gesundheitsminister, der das nur aus Karrieregründen macht, bis er selbst noch im Krankenhaus ist und dann merkt, wow, das Gesundheitssystem ist doch wichtig und interessant und vielleicht sollte ich mich doch mal kümmern. Richtig, da gibt es ja einige Beispiele, auch bei Politikern, Schauspielern oder sonst irgendwas, die irgendwann ein Triggererlebnis haben, ja, und dann plötzlich umswitchen. Genau. Ja. Und genau das ist das. Und diese Schmerzgrenze liegt halt relativ hoch. Das liegt aber auch ein Stück weit daran, das zweite Problem, was wir haben, das sind Weltbilder, die uns vermittelt werden. Ja, das heißt also, wir kommen natürlich irgendwo, wir werden erzogen mit Weltbildern. Wir dürfen ja nicht entdecken und selbst uns Meinung bilden, sondern wir werden mit Weltbildern entzogen. Ja, das heißt, das ist richtig, das ist normal und das darfst du nicht tun, weil ansonsten fällst du auf und so weiter. Das heißt also, gerade auch dieses Thema Schlaf, ja, das hat ja so diesen Nimbus, wenn du morgens um 8 nicht fit bist, bist du eine Pappnase, dann bist du einfach nicht zu gebrauchen. Nicht zu gebrauchen, ja, das ist also der Punkt und nach dem Motto, wir haben es ja früher, das ist gerade jetzt auch heute, das Thema habe ich immer wieder, wenn ich dafür eintrete, dass wir die Schulen später starten lassen, genau, immer wieder dann so alte Leute, alte Lehrer, die sagen, ja, wir früher mussten ja auch, ja, das sind so diese Themen und die wenigsten haben heute so dieses Selbstbewusstsein zu sagen, pass auf, was ihr musstet, ist mir egal, mir geht es um meine Gesundheit, mir geht es um meinen Körper. Ja, und du musst nicht in meinem Körper leben, ja, sondern ich bin da drin. Was du mit deinem machst, ist mir egal. Wir haben ja dasselbe auch, die Menschen wissen ja auch, dass Rauchen ungesund ist. Die Menschen wissen, dass übermäßiger Alkoholkonsum ungesund ist. Ja, die Menschen wissen, dass Zucker ungesund ist und trotzdem wird es verdrängt und trotzdem wird es gemacht. Ja, also da ist der Schlaf jetzt nicht groß was anderes. Es gibt andere Beispiele, wo sowas auch funktioniert und da reichen 10 Hände nicht, um das vorzuzeigen. Und ich denke im Kern ist aber so dieses Thema Weltbild eine ganz, ganz gefährliche Geschichte, weil wir da vermittelt bekommen haben, Werte vermittelt bekommen haben. Und da gehört eben so dieses Frühaufstehen, der frühe Vogel fängt den Wurm und diese ganzen Sprüche, die da sind, die gehören fest mit dazu. Und da ist natürlich auch ein gewisses Selbstwertgefühl mit verbunden, ja, wenn ich das einhalte. Und wenn ich dann plötzlich jemand kommt und sagt, du pass mal auf, das ist nicht so, dann ist es in dem Moment ein Angriff auf ein Weltbild. Und Weltbilder sind Griffleisten im Leben. Und wenn einem jemand plötzlich die Griffleiste wegnimmt, dann wehrt er sich. Ja? Dann versucht er mit aller Gewalt diese Weltbilder zu verteidigen. Vielleicht als letztes ein Beispiel, womit ich das immer relativ knackig versuche, vielleicht ein bisschen heftig, aber knackig versuche zu verdeutlichen. Das sind Frauen, die von ihren Partnern geschlagen werden. Ja, Frauen, die von ihren Partnern geschlagen werden, wenn man die versucht, ihnen zu erklären, dass sie vom Partner weggehen soll, wenn sie es sogar schaffen, in Frauenhäuser zu gehen, ja, dann aber trotzdem wieder zurückgehen. Jeder fragt sich, warum machen die das? Ja, der psychische Ablauf ist genau dasselbe. Ich habe etwas, ich habe Sicherheit. Bei dieser Person weiß ich, wie ich mein Muster gestalten muss, damit das Ganze funktioniert, damit die Muster laufen. Wenn ich aber von dieser Person weggeholt werde, dann weiß ich gar nicht mehr, was ich tun soll. Und dann kriege ich vor allem nicht
dieses kleine bisschen Liebe, was zwischendrin, an dem ich mich festgehängt habe, das bekomme ich dann nicht mehr. Ja, und genau nach denselben Muster ticken die meisten Menschen. Ja, dann ist dann der Alkohol so ein kleines bisschen Freiheit, da ist dann die Zigarette so ein kleines bisschen Aufmüpfigkeit. Ja, und daraus entstehen solche Weltbilder. Und wenn man die versucht, jemanden wegzunehmen, dann ist das extrem aggressiv. Reagieren die auch aggressiv und ablehnend, solange bis eine gewisse Schwellengruppe, also eine Gruppe mit einer gewissen Schwellengröße, das auch tut. Dann haben die plötzlich keine Angst mehr, alleine zu sein. Ja, und dann hängen die sich an eine andere Gruppe dran und wissen, da bin ich nicht alleine, da kann ich dann im Prinzip ein neues Muster aufbauen. Aber das dauert, diese Schwelle ist bei vielen unterschiedlich ausgeprägt. Und unsere Gesellschaft ist nicht gerade von der Ausbildung auch her so gemacht, dass jemand sein Selbstwertgefühl mal eben so auf etwas anderes, auf etwas Inneres aufbauen kann und nicht auf etwas Externes. Absolut. Dann lassen wir mal die schwammige und sich, also die Unfähigkeit unserer Gesellschaft, sich selbst zu organisieren, mal raus und gehen mal in einen schönen, sagen wir mal, präorganisiertes Korsett, nämlich das Personalmanagement rein, wo es ja relativ klare Abläufe gibt, klare Erwartungen, vermeintlich. Und du beschäftigst dich auch mit diesem Thema. Wenn wir dann schon jetzt sagen, okay, wir kriegen es nicht hin und wir haben unsere emotionalen Strukturen und wir bedienen Erwartungen etc., dann sind wir doch eigentlich, wenn wir mal uns das kapitalistische Unternehmenssystem oder die Unternehmen angucken, in einem Gebiet, wo es ja eigentlich um Leistung geht und Produktivität. Also jedes Unternehmen würde sagen, ja, wir wollen produktiv sein, wir müssen produktiv sein, wir haben Kennzahlen, wir haben unheimlich viele Messsysteme und Faktor Mensch wird ja auch mal nach oben gestellt. Und wenn wir jetzt sagen, wir hatten jetzt im Vorgespräch auch das Chronobiologie, Schlaf, Chronobiologie, wie auch immer, Leistungsbringer ist, also dafür sorgt, dass wir überhaupt Leistung bringen können, müsste es doch eigentlich in Unternehmen sehr gut ankommen. Also wenn ich mit den Mitarbeitern spreche, sind die alle pro Schlaf. Wenn ich mit dem Manager spreche, als Mensch, ist er pro Schlaf. Wenn ich mir die Imagebroschüren und alles, was schön nach außen glamourmäßig geschrieben wird, sind sie doch alle menschlich, auch wenn es KPI-getrieben ist. Du beschäftigst dich mit diesem Thema. Was ist das Problem oder warum kriegen wir es in Unternehmen nicht rein? Ist es das Gleiche, dass wenn der Müller aus der Buchhaltung mittags den Kopf auf die Arme legt oder völlig schon pennt, ist er der Loser? Ist das wirklich immer noch das Thema? Sind wir noch immer an dem Punkt, dass wir uns nicht selbstbewusst daran trauen? Oder wie kriegst du das, die Chronobiologie in die Unternehmen rein? Was ist dein Weg? Also sagen wir so, grundsätzlich hängt das Ganze, oder ich will es mal so ausdrücken, der Fisch stinkt vom Kopf weg. Das heißt also im Endeffekt, es geht dann ins Unternehmen rein, wenn es die Unternehmensspitze als relevant sieht. Mhm. Ja. Und das ist etwas, was ich jetzt nach 18 Jahren feststellen durfte. Ich hatte so ein schönes, sagen wir mal, Triggererlebnis, war so 2005, glaube ich, war das. Da war ich bei einem großen Konzern, habe mit dem Personaler gesprochen und der hat gesagt, wenn die Mitarbeiter nicht das tun, was ich will und den Output bringen, was ich will, dann fliegen sie raus und draußen stehen schon wieder 20 neue und kommen rein. So, das war die Grundeinstellung damals. Was ja leider stimmt. Ich meine, wir haben jetzt heute ein bisschen eine andere Situation. Heute stehen nicht mehr 20 vor der Tür. Ja. Das heißt, gerade was Fachkräfte angeht, ist natürlich ein gewisser Druck. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Leidensdruck, den ich vorhin bei den Menschen selbst gesagt habe. Das Ganze gilt auch für Unternehmen, für Organisationen. Auch die haben ja einen Leidensdruck. Und wenn der ein bestimmtes Level erreicht hat, ja, dann fangen die plötzlich auch an, offen für andere Dinge zu sein. Ja. Und ich denke, die Erfahrung, die ich gemacht habe, erstes Mal ist, dass Personalverantwortliche überwiegend eher nicht die direkten ersten Ansprechpartner sind. Ja, weil die einfach nur die Komplexität dessen dahinter sehen, was auf sie zukommt. Gerade in der Chronobiologie, das ist vielleicht beim Schlaf, wenn ich jetzt den Schlaf gesondert betrachte und die Chronobiologie aber reinbringe, bei der Chronobiologie kann man sehr schnell in komplexe Gedankenstrukturen reinkommen. Das heißt also, wenn ich jetzt die Mitarbeiter nach ihrer inneren Uhr arbeiten lasse, was kommt da auf mich zu?
Ja? Mhm. Dann sieht man plötzlich sämtliche Schichtsysteme ineinander zusammenbrechen und sieht plötzlich, klar, dass die Mitarbeiter sagen, ich will aber und wenn nicht, dann gehe ich wieder und solche Sachen. Ja? Das heißt, es spielt sich ein Szenario in den Köpfen ab dieser Menschen. Und deswegen, wenn man dann hört, ja, ich werde es mit der Geschäftsleitung besprechen, dann kann man davon ausgehen, dass das in der Regel nicht passiert. Ja, einfach weil dann müssen die es ja ausbaden. Die müssen dann zu ihrem normalen Daily-Job, den sie haben, im Endeffekt dann diese Geschichte noch mit dazu entwickeln. Bisschen anders gestaltet sich es, wenn ich Verantwortliche fürs betriebliche Gesundheitsmanagement, also wenn ich richtig ein gut strukturiertes betriebliches Gesundheitsmanagement im Hause habe, da ist das Grundverständnis da und da ist es natürlich auch so, dass da Menschen sind, die sich mit dem Thema betriebliche Gesundheit explizit auseinandersetzen, was ja ein HR-Verantwortlicher nicht per se tut. Und am besten ist es natürlich, wenn man im Prinzip einen tatsächlichen Entscheider im Unternehmen hat, ihn von diesem Thema begeistern kann, ja, dann ist einfach auch die Situation da, dass der dann sagt, gut, probieren wir es, wie können wir es machen? Lassen Sie uns mal zusammensetzen, wie wir so eine Struktur hinkriegen können. Das Wichtige ist, man muss eine Person finden, die nicht den Gedankengang als erstes hat, es geht nicht weil, sondern als erstes den Gedanken kriegen hat, wie kriegen wir es hin, das? Diese Person, wie kommen wir es hin, das? Wie kriegen wir es denn hin? Weil ich stelle es mir natürlich auch nicht einfach vor. Ne? Ich habe ja auch 20 Jahre ungefähr in großen Industrieunternehmen gearbeitet. Und ich weiß ja auch, das sind alles Individuen und jeder redet in der Kantine von, ja, ich will aber das und ich will so und jeder will es anders und jeder hat seine Vorstellungen und wir wissen aus der Chronobiologie und aus dem Schlaf und aus vielen anderen Themen, dass jeder irgendwie einen anderen Rhythmus hat. Anders essen, andere Zeit, anders schlafen, anders hier und da. Führt es denn automatisch erstmal zu einem Chaos im Sinne von, wenn man es loslässt, wird es erstmal ein chaotischer Zustand, den man dann neu bündelt? Also, oder gibt es auch einen weichen Übergang? Also wie kriegt es das hin? Hast du vielleicht ein Beispiel irgendwie? Also was bedeutet das dann, wenn man es jetzt mal überträgt, chronobiologisch organisierte Abläufe? Also im Kern sind es eigentlich immer dieselben Abläufe. Das heißt, man fängt an, erstmal quasi normal über einen Vortrag, sagen wir mal, die Führungsmannschaft zu informieren zu diesem Thema. Dann ist der nächste Schritt in der Regel ein Workshop, in dem man schlicht und einfach sich zusammensetzt und mal sagt, pass auf, wo macht es denn Sinn, überhaupt mal anzusetzen? Ja, also es ist, und da gebe ich dir recht, es macht keinen Sinn, die große Keule rauszuholen und jetzt zu sagen, wir stellen das ganze Unternehmen um. Das funktioniert nicht. Ja. Man muss sich dann im Einzelnen ein Unternehmen ansehen und dann mal zum Beispiel sehen, wie kann ich nenne das immer ein bisschen Trojaner, einen Trojaner setzen. Das heißt also im Endeffekt zum Beispiel eine Abteilung, mit der man starten kann. Ja, die Abteilung, wo es relativ einfach ist, wo man eine relativ einfache Basis findet, ja, wo vielleicht auch schon ein Grundverständnis da ist. Ja, und wo Leute am Ende des Tages sagen, Mensch, da habe ich Lust mitzumachen. Ja, und dort wird im Prinzip dieses Thema mal gestartet. Ich meine, das Thema Späh, diese Firma Späh, das Projekt bei der Firma Späh, Aufstehen ohne Wecker, war ja jetzt mehrfach in der Presse auch. Und dort ist es genauso abgelaufen. Ja, ich meine, die Unternehmensführung war vom Thema sehr begeistert. Am Vortrag, Workshop und dann wurde halt mal festgelegt, wie diese erste Runde mal laufen soll. Hm. Und man muss nicht das Ganze gleich als Studie ausfahren, als wissenschaftliche Studie laufen lassen, sondern einfach mal den anderen sozusagen vorleben, wie sieht sowas aus. Weil die meisten können sich das ja nicht vorstellen. Ja? Ich sage immer, das ist genauso wie beim Smartphone. Ja? Noch vor 2007 konnte sich niemand vorstellen, dass man auf dem Smartphone ins Internet geht. Ja, auf so einem kleinen Bildschirm ins Internet unmöglich, geht nicht, funktioniert nicht. Und dann kamen die Dinger raus und dann hat man plötzlich gesehen, was es bedeutet, mit so einem Ding zu arbeiten. Und dass dieses Look and Feel, das ist wichtig im Unternehmen erstmal zu gestalten. Das heißt, so eine Art, wie nennt man das bei Autos, wenn die mal so in Form, im Holzmodell gegossen werden und so. Ja, etwas, was die Leute greifen, anfassen, tasten können, wo sie die entsprechenden Protagonisten mit denen sprechen können. Wie erlebt ihr das gerade und so weiter? Ja, dass es zu einem lebenden Organismus schon wird und nicht einfach nur zu so einem virtuellen Gebilde. Und das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt dabei, ja, dass man einfach irgendwo so eine Gruppierung startet, herausfindet in einem Workshop, wie man diese Gruppierung gestalten kann, ja, um dann dort sozusagen einen Piloten zu starten, mit dem man dem Rest zeigt oder wie sowas funktionieren kann, ja, und mit dem sozusagen so ein
Thema erarbeitet wird im Unternehmen. Was wäre denn zum Beispiel, also zum Beispiel ein Beispiel, was wäre dann ein Beispiel, wie sowas aussehen könnte? Zum Beispiel würde man sagen, man kann bis 10 kommen. Also wäre das, ist das so eine Sache, dass man flexible Zeiten hat? Und was sind denn so die groben Einflüsse, um die es da so geht? Also ist es. Ja, das hängt jetzt ein bisschen von der Struktur des Unternehmens an. Sieht natürlich jetzt bei einem Industrieunternehmen anders aus als bei einer Werbeagentur. Das heißt, also lassen wir Schichtarbeit, Industrieunternehmen mal raus, weil das ist sowieso nochmal komplexer. Das ist auch schwierig teilweise. Also nehmen wir ein Unternehmen, was normale Bürozeiten hat. Da sind jetzt keine Abhängigkeiten von irgendwelchen logistischen, morgens kommen die Laster um 7 oder so, sondern man arbeitet halt mit Systemen und das ist ein fließendes System und so. Würde das, also sagen wir mal, machen wir es relativ einfach sogar noch, dass man das relativ flexibel gestalten kann. Also geht es da wirklich um hauptsächlich erstmal, dass die Leute nach ihrem Gefühl zur Arbeit kommen können zum Beispiel? Wäre das so mal ein Thema? Ja. Also, auch da würde ich nochmal sagen, man müsste da nochmal unterscheiden. Aber grundsätzlich, um das jetzt mal einfach erstmal als Ausgangsbasis zu nehmen, ist es ja so zu sehen, gibt es denn Themen im Unternehmen erstmal? Das heißt, ist das Thema Schlaf überhaupt ein Problem im Unternehmen? Mhm. Ja, das heißt, dass im Endeffekt, wenn Sie gerade, wenn du gerade mal gesagt hast, hier ein Werbeunternehmen, das ist also, die auch flexibel arbeiten können und so, ja, da ist ja in den seltensten Fällen das Problem unter Umständen da, dass man zu bestimmten Zeitpunkten da sein muss. Da gibt es ja flexible Arbeitsbereiche. Da kann es unter Umständen höchstens sein, und diese Thematik hatten wir ja bei Spät zum Beispiel auch. Es gibt ein flexibles Arbeitsfenster von 7 bis 9 oder bis 9:30 und die Leute trauen sich es aber nicht, das auszunutzen, weil irgendwo der Chef ja schon um 7 Uhr da ist. Oder weil 3, 4 andere, die da drin Multiplikatoren, Wortführer auch immer sind, auch schon um 7 Uhr da sind. Ja? Und wenn man da um 8 Uhr kommt, dann ist man eben die schläfrige Pappnase und das will keiner sein. Und das war eben auch so dieser, so extrem war es jetzt nicht, aber eben auch bei Späh dieses Thema, das flexible Fenster war da, aber es wurde nicht ausgenutzt. Und jetzt durch diese interne Studie, hatten die Leute plötzlich die offizielle Erlaubnis zu kommen, wann sie wollten. Und das hatte gar nicht diesen Effekt, dass die Leute plötzlich alle um 11 kommen oder um 12, sondern sie kamen im Schnitt im Prinzip dann innerhalb dieses flexiblen Zeitfensters. Das heißt, die Firma musste selber noch nicht mal was ändern. Ja, das heißt, und das ist ja das Interessante bei so einer Geschichte. Ja, das heißt, es ist nicht zwangsläufig mit einer riesigen Veränderung der ganzen Organisation verbunden, sondern es ist plötzlich, der Effekt kann plötzlich sein, dass Dinge, die ohnehin angeboten wurden bisher, ja, aber aus irgendwelchen psychischen Gründen nicht angenommen wurden, jetzt plötzlich angenommen werden. Und dadurch entwickelt sich natürlich automatisch auch eine andere Kultur. Mhm. Ja, okay, klar. Dann weg, weg von dieser 7 Präsenzgeschichte, ja, weil plötzlich 12 Leute das durften. Ja, und dann haben die anderen auch getraut, das zu tun und so weiter und so fort. Ja, und das ist eigentlich so ein sehr schönes Beispiel, wo ich auch immer wieder bringe, wenn es darum geht, dass die Leute Angst vor Komplexität dessen haben, was sie da gerade anstoßen. Ja, und deswegen muss man auch in jedem Unternehmen sehen, was gibt es denn schon, was wird angeboten, zu welchem Umfang wird es überhaupt angenommen, warum wird es nicht angenommen und so weiter, um dann zu sehen, gut, wir wollen jetzt nicht die große Umswitchung haben, sondern wir wollen erstmal, dass die Leute wirklich auch dieses flexible Arbeitsfenster ausnutzen. Ja. Also nehmen wir ihnen die Angst. Ja? Und das allein kann schon ein Projekt sein. Ja. Also, okay. Deswegen, also jetzt gar nicht um die Strukturen, sondern eher um den Mindset, die Einstellung, Mindset, die Führung. Genau, richtig, genau. Ne? So Themen wie Führung, Mindset, ganz wichtiger Punkt. Der Mindset ist sowieso ein zentraler Punkt natürlich bei dieser Geschichte. Aber wie gesagt, diese Komplexität muss gar nicht bei jedem Unternehmen dann vorne dran stehen und schon gar nicht von Anfang an. Und deswegen ist es behutsam im Prinzip, sich die einzelne Situation anzusehen, wie jetzt zum Beispiel auch in der Klinik, diese Studie auch läuft. Da haben wir ja auch dieses Projekt initiiert. Und da geht es tatsächlich auch um Schichtarbeit. Mhm. Aber dort kam tatsächlich, war Ausgangspunkt, waren Mitarbeiterbefragungen, regelmäßige seit Jahren schon. Und dort war das Thema Schlafproblematik im steigenden Umfang vorhanden. Ja. Okay. Und dem wollte man entgegenstellen. Und das war hauptsächlich in der Schichtarbeit. Und dann fängt man halt jetzt an, dieses Thema auf dem Bereich weiterzuführen. Das heißt, in jedem Unternehmen sieht das irgendwo ein Stück weit anders aus. Und ich wehre mich immer ein bisschen dagegen, zu sagen, okay, wenn man das macht, funktioniert alles. Klar. Ist das jetzt die Überschneidung zu
Das ist ja auch so ein bisschen Firmenmotto, glaube ich, von euch, ja von dir, dieses, diesen Satz steht da so bei euch auch so, die Arbeit um den Menschen biegen, statt den Menschen um die Arbeit biegen. Das ist so eine, so die Evolution der Arbeitswelt in Richtung jetzt nächstes Arbeitsjahrhundert, nenne ich es auch mal vielleicht. Das ist ja sehr komplex, ne? Also für alle, ne? Also für Politik, für alle Stakeholder in unserem kapitalistischen System, sich daran zu gewöhnen, dass wir Leistung anders definieren und dass wir anders mit der Leistung umgehen und dass wir uns alle flexibler gestalten müssen, um wirkliche Leistungspotenziale freizusetzen. Das wissen wir ja, also die sich intensiver damit auch beschäftigen. Wie kann uns das gelingen denn im großen Stil? Also, ne, wir haben auch darüber gesprochen, dass der Schlaf und die Chronobiologie, die das letzte Mal beide zusammen so ein bisschen auch so im Trend liegen und auch kommen, aber wie können wir das dann hinkriegen, dass es uns gelingt und warum macht es Sinn? Also gibt es auch Kennzahlen dafür, dass man sagt, es muss irgendwie auch sein, weil man sagt, okay, das löst bestimmte Dinge aus, die mittlerweile auch messbar sind. Also kann man das irgendwie auch beziffern? Also ich meine, es gibt ja eine Studie, RAND Europe-Studie von 2016. Dort wurde ja auch festgestellt, also ganz klar aufgezeigt, Schlafdefizit kostet die deutsche Volkswirtschaft im Jahr 48,5 Milliarden Euro. Ich meine, das ist ein Wort, das ist eine Kennzahl. Das heißt also, das, wie es momentan läuft, ist suboptimal, weil es 48,5 Milliarden Euro an Kosten produziert. Das sollte eigentlich auch einem Volkswirt, Betriebswirt und so weiter einleuchten, dass diese Situation, die wir jetzt haben, suboptimal ist in Sachen Schlaf. Mhm. Also insofern ist damit eigentlich die Frage, macht es Sinn, sich um Schlaf zu kümmern, schon beantwortet. Ja, wir haben ja schon eine große Zahl. Jetzt ist natürlich, wenn man das runterbricht auf sein Unternehmen, ist natürlich die Frage zu sehen, habe ich in meinem Unternehmen entsprechende Kennzahlen, worauf ich feststellen kann, wie sieht es mit den Fehlzeiten aus, ja, sind die zum Beispiel viel bei Personen, die morgens um 6 da sein müssen oder die entsprechend in Schichtarbeit sind, muss man sich dann einmal im Extremen ansehen. Und im Unternehmen selber sind wir ja gerade dabei, auch im Prinzip, weil du gefragt hast, wie kommt man denn dann zu, dass die Menschen das dann auch ja so sehen. Wie ich schon gesagt habe, ich denke, es müssen Dinge sichtbar sein. Und wir sehen jetzt bei einem Projekt wie Spähe, dass es funktioniert, positive Effekte hat. Wir sehen jetzt schon bei einem Projekt wie der Klinik, dass es positive Effekte hat, obwohl die ganze Studie noch nicht zu Ende ist. Und wir können im Prinzip wirklich aus der Praxis heraus Kennzahlen ja nur generieren, wenn wir es tun. Mhm. Alles andere bewegt sich immer auf einem Prognostizierungs- und Annahme, auf einer Annahmeebene. Und auf einer, wo man sagt, ja, das ist ja logisch, aber dass wir dann sagen können, ist passiert tatsächlich, das funktioniert nur, indem wir eben tatsächlich solche Projekte starten. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir uns um die Menschen oder mit den Menschen und Unternehmen zusammentun, die sagen, ja, ich will, und nicht mit denen kämpfen, die sagen, ich warte erst mal ab oder ich habe keinen Bock. Hm, klar, logisch, ja. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen spezifisch auf den Schlaf nochmal gucke, du arbeitest ja auch mit Menschen, also mit einzelnen Menschen und die jetzt sagen, okay, das ist alles ganz schön und gut und Chronobiologie habe ich verstanden, das ist der Taktgeber, das ist der Rhythmus, ist auch ein bisschen, sagen wir mal, der größere Bruder vom Schlaf. Also der Schlaf orientiert sich ja auch an der auch eigenen Chronobiologie und dann sitze ich jetzt da als Klient von dir und sage, ja, okay, aber woher weiß ich das denn? Wo erkenne ich denn meine Chronobiologie? Also wie passe ich das? Wenn ich jetzt sage, ich passe meinen Schlaf meiner Chronobiologie an, wie mache ich das denn? Also wie kann ich das denn erarbeiten für mich? Also wie erkenne ich das? Also wie stelle ich meinen eigenen Chronotyp fest, wenn man es mal so genau nehmen will? So. Erstmal am Ausgang. Ja, ne? Genau. Also im Prinzip gibt es da, ich sage mal, aktuell gibt es da eigentlich drei verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die Selbstreflexion. Das heißt also, dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, wirklich mal 2 bis 3 Wochen Urlaub zu haben zum Beispiel und den Wecker zu Hause lasse, nicht als erstes am Frühstücksbuffet im Hotel sein will, nicht als erstes die Liege am Pool besetzen will morgens, mir das alles egal ist. Schwer. Ja, ja, genau. Ja, das ist ja schon so. Viele nehmen ja einen Wecker sogar mit in den Urlaub. Ja, wenn man sich das überlegt. Und wenn ich also wirklich mal sage, ich habe 2 bis 3 Wochen, besser noch 3, und wo ich wirklich, wenn ich müde bin, gehe ich ins Bett und wenn ich aufwache, wache ich auf. Ja.
dann komme ich nach irgendwann 10 Tagen in meinen Rhythmus rein. Die ersten Tage werden noch so ablaufen wie bei der wie ganz normalen Berufsleben, ja, weil der Mensch sich eben irgendwo, weil die innere Uhr in Anführungszeichen erstmal nochmal konditioniert ist darauf, die erwartet einen anderen Ablauf, deswegen dieses Notprogramm läuft während der Zeit noch. Und dann aber, wenn sie merkt, oder ich habe gar keinen Widerstand, dann sozusagen läuft dieses natürliche Programm. Das ist eine Möglichkeit. Jetzt ist die Frage, wie viele Leute haben 2 bis 3 Wochen Urlaub, wie viele Leute haben keine Kinder im Urlaub und so weiter. Nicht jeder hat die Möglichkeiten, das auch tatsächlich auszunutzen und tatsächlich für sich festzustellen. Deswegen gibt es die zweite Möglichkeit, das ist ein wissenschaftlicher Fragebogen. Da gibt es verschiedene Fragebögen in MCTQ von der LMU. Das ist der Munich Chronotypes Questionnaire. Das heißt also, da sind Fragen drin, die am Ende des Tages, wenn ich das Ganze auswerte, einen feststellen lassen, was für ein Typ man ist. Jetzt gibt's ich das im Netz? Kann ich das einfach runterladen? Ja, den gab es sehr lange im Netz. Den gibt es im Moment nicht mehr. Der ist von Professor Till Rönneberg. Ich habe jetzt vor 2 Wochen auf seine Seite drauf geschaut, da war es immer noch nicht drauf. Es gibt aber den Questionnaire der IFADO, das ist Institut für Arbeitsforschung in Dortmund. Und dort gibt es von der Frau Professor Griefan einen Fragebogen, den kann man nach wie vor noch abrufen. Und kann ich dann gerne nochmal den Link schicken. Dann gibt es natürlich jetzt seit 1,5, 2 Jahren eine ganz neue Möglichkeit, und zwar ist es ein Bluttest. Genau. Das heißt also, den hat der Professor Dr. Achim Kramer, mit dem wir auch zusammenarbeiten bei diesen beiden Projekten in der Klinik und bei Späh. Mit dem kann man im Prinzip den Chronotyp bestimmen. Das funktioniert vom Technischen her so, man bekommt Blut abgenommen. Und die Forscher haben eben bei diesem Test im Vorfeld dort bei dieser Forschung festgestellt, es gibt 12 Biomarker, anhand derer man im Prinzip dann feststellen kann, wann beginnt bei dieser Person, bei der ich das Blut abgenommen habe, die natürliche Melatoninausschüttung. Ja, das heißt also, das ist der sogenannte DILMO, Dimlight Melatonin Onset. Und dieser Zeitpunkt ist quasi der Zeitpunkt, ab dem ich müde werde. Ja, Melatonin wird ausgeschüttet, dann rechnet man circa 1,5 Stunden drauf und das ist dann der Zeitpunkt des normalen biologischen Schlafbeginns. Ja. Ja. 8 Stunden draufgerechnet komme ich dann auf mein Schlaffenster. Ja, das heißt mal angenommen, um 22.30 Uhr habe ich meinen DILMO über die Blutentnahme festgestellt. Mhm. Und 22.30 Uhr, das heißt dann normalerweise beginnt mein biologisches Schlaffenster um 0 Uhr und ich schlafe dann bis 8 Uhr. So, angenommen, ich weiß das, der Test kostet im Moment noch ein paar Euro oder der kostet ein paar Euro und das Ganze läuft über BuddyTime, das ist diese Forschergruppe der Charité. Und wenn ich das weiß, allein schon wann mein biologisches Schlaffenster ist, damit kann ich schon sehr viel anfangen, ja, weil ich dann einfach auch sehen kann, okay, wann bin ich fit und wann sollte ich möglichst oder wie lange sollte ich möglichst schlafen oder wann soll ich möglichst ins Bett gehen und so weiter. Das hilft schon sehr viel dabei. Das sind die 3 Möglichkeiten. Und dann muss man natürlich sehen, klar, wie sieht die individuelle Situation aus, Arbeit, Privat, um dann entsprechende Empfehlungen abgeben zu können, wie man damit umgehen kann. Genau, das wäre nämlich jetzt die nächste Frage. In der Tat, jetzt ich habe das auch mal so, dass die Leute sagen, jetzt weiß ich das, Herr Malzburg, alles schön und gut. Was mache ich denn dann? Also ich habe natürlich meine Kinder, ich habe meinen Job und so. Wie kriege ich das denn jetzt übereinander, wenn ich jetzt ein Spättyp bin? Ich muss aber morgens früh raus. Was antwortest du dann? Ja, also gut, ich meine, es ist so, wie gesagt, deswegen habe ich am Anfang gesagt, man muss immer sehen, was kann ich ändern, was will ich ändern? Ja, ich sage, ich kann ändern, dass ich mir einen anderen Job suche, um es mal einfach zu sagen. Ja. Wenn ich aber sage, ich will das nicht ändern, dann kann ich das auch nicht, dann will ich das nicht ändern. Ja, dann ist das aber so. Und dann muss ich halt sehen, dann gibt es andere Möglichkeiten. Ich meine, das sind dann so Themen, die du mit Sicherheit auch kennst, dass ich halt dann sage, mal angenommen, ich muss um 8 Uhr auf der Arbeit sein und es geht nicht anders, ich will auch den Job nicht wechseln und mein Arbeitgeber ändert da auch nichts dran. Dann muss ich halt sehen, wie komme ich mit dem Aufwachvorgang möglichst klar? Ja, wie komme ich mit der Zeit danach klar? Und da gibt es halt dann so Themen wie Lichtwecker oder Tageslichtlampen, die ich mir dann halt ins Bad stelle oder auf den Frühstückstisch etc. Das sind dann Themen, die man dann auch
mit demjenigen Situation mehr erträglich machen, um es mal so auszudrücken. Genau. Ja. Und da hängt es aber dann im Einzelnen wieder davon ab, wie sieht es bei demjenigen zu Hause aus. Ja, also, ich bin oft dann unterwegs, dass ich sage, ich kriege oft die Antwort immer gleich, ja, ich kann nicht. Ne? Kinder, Job und so. Und dieses Mal aufbohren und zu sagen, Moment. Nicht immer sagen, es geht nicht, ich kann nicht, sondern ja, du kannst. Ich meine, will ich nicht oder kann ich nicht, genau. Genau, so. Ne? Und dann mal zu sagen, was ist denn, wenn du jetzt mal willst, was passiert denn dann? Ja, da muss ich mit dem Arbeitgeber reden, mit meinem Mann reden oder meiner Frau reden. Ja, mach das doch, was passiert denn dann? So, niemand wird dir sagen, ey, nimm doch morgens eine halbe Stunde länger. Das macht ja niemand. Du musst dich darum kümmern. Du musst mit den Leuten reden. Du musst es für dich organisieren. Du musst dir die Mittel selber zur Hand geben, dass du da was tun kannst. So, das ist immer so dieses, ja, was soll ich denn tun? Das ist genauso wie dieses Lieg im Bett, dann kommen irgendwelche Gedanken. Ne? Also, ja, das sind nicht irgendwelche Gedanken, das ist dein Leben. Du musst dich darum kümmern, dass du nicht abends jeden Abend mit deinen Problemen ins Bett gehst. Löst deine Probleme. Das ist dein Thema. Das ist nicht irgendwo, die Gedanken kommen irgendwo vom Himmel. Sondern es ist dein Thema. Du beschäftigst dich mit dir so und nicht irgendwie mit irgendwelchen fremden Themen, die um dich rum sind. So, also da bin ich bei dir. Das ist dann schon fast wieder eine therapeutisch-psychologische Arbeit, ein Coaching. Genau. Ja, okay. Ja, super, genau. Bin ich voll bei dir. Es ist sehr, sehr schwierig. Das ist ein Riesenthema. Ich habe zum Schluss noch eine kurze Frage, die ich so ein bisschen aktuell finde, aber vieles ja auch so ein bisschen aus Amerika rüber schwappt. Vielleicht zum Schluss, bevor ich dir nochmal die Möglichkeit gebe, auch nochmal kurz zu dir was zu sagen. Und wenn man Interesse hat, sich mit dir näher auseinanderzusetzen und mit dir eventuell auch was zusammen zu tun als Projekt, mal die Frage, da kommen jetzt diese neuen Chronotyp-Bewertungen aus den USA rüber mit Löwe, Bär, Delfin, Wolf und so. Was hältst du davon? Du hast vorhin auch gesagt, es gibt unterschiedliche Chronotypenarten. Es gibt natürlich eine Verteilung, es gibt Mischformen. Ich arbeite ganz gern oft erstmal mit diesen Ausprägungen. Klassisch bist du eher so oder so, um mal so ein bisschen den Leuten klarzumachen, dass es da Unterschiede gibt. Was hältst du davon, von diesen Unterteilungen, diesen anderen? Ist es im Endeffekt immer das Gleiche oder ist es wirklich sinnvoll, da nochmal anders in eine andere Charakterisierung von Chronotypen reinzugehen? Also es ist ein bisschen ambivalent bei mir. Auf der einen Seite habe ich sowieso per se, auch bei Chronotypen und so weiter, habe ich immer so ein bisschen einen Hemmschuh, wenn es um Schubladen geht, weil es natürlich dann sofort auch, du kommst in eine Schublade rein und zack, wird sofort entsprechende Reaktionen basierend auf diese Schublade ausgelöst. Das ist immer dann auch Individualität weg. Ich glaube, Dr. Michael Breusch oder so ähnlich heißt der, glaube ich, der diese Charakterisierung jetzt in Amerika drüben auch aufgebracht hat. Was mich an dieser Charakterisierung, sagen wir mal, ein bisschen nachdenklich macht, das ist, dass er diese Charakterisierung verhaltensbasiert macht. Das heißt also, das ist jetzt keine Charakterisierung wie wir jetzt, wo wir jetzt einfach sagen können, pass auf, du hast jetzt eine Situation im Blut, die Marker sind entsprechend und dahin gehen bist du so. Sondern das ist eine verhaltensbasiert. Und bei verhaltensbasiert ist natürlich immer die Henne-Ei-Frage. Das heißt also, kommt ein bestimmtes Verhalten jetzt daher, weil ich wenig schlafe, oder kommt ein bestimmtes Verhalten daher, weil die externen Umstände so sind oder weil du, wie du vorhin gesagt hast, sich jemand einfach nicht ändern will. Das heißt, wenn ich mir einen Bären anschaue, der jetzt charakterisiert wird, dass er morgens noch ein-, zweimal auf die Snooze-Taste draufhaut, ja, bevor er dann aufsteht, dann heißt es ja im Kern auch schon, wird schon unterstellt, dass dieser Bär mit Wecker aufwacht. Ja? Und wäre quasi, würde er nicht auf die Snooze-Taste drücken. Ja? Oder sein Bär. Vielleicht ist das gar nicht. Vielleicht gibt es andere Gründe, warum er das macht. Also, genau, wir wissen es ja nicht. Und dann kommt ja natürlich noch dazu, es ist in der gesellschaftlichen Situation. Das heißt, würden wir jetzt zum Beispiel sagen, die komplette Arbeitswelt würde sich jetzt um 2 Stunden verschieben. Das heißt also, wir hätten jetzt dann im Prinzip statt, sagen wir mal, im Schnitt 8 Uhr Arbeitsbeginn, alle um 10 Uhr Arbeitsbeginn. Mhm. Ja? Dann wäre der Bär auch nicht mehr der Bär. Das heißt also, die Grundlagen für diese Einteilung sind doch in meinen Augen sehr stark auf die aktuelle gesellschaftliche Situation fokussiert. Und die Schlüsse, die er daraus zieht, zumindest so wie ich das jetzt verstehe und wie ich es auch in Erinnerung habe, sind dann doch sehr stark darauf, wie komme ich mit der aktuellen gesellschaftlichen Situation klar? Ja. Und in der sich die Symptome so und so zeigen, dass ich am Ende ein Bär bin. Ja. Und unser Ansatz ist aber schlicht und einfach halt zu sagen,
wirklich auch dieses mittelfristig das große Rad zu drehen und zu sagen, warum ändern wir nicht die gesellschaftlichen Strukturen? Ja, das ist natürlich ein ganz viel, viel, viel längerer Prozess. Ja, aber einfach um zu sagen, wir haben nun mal eine menschliche genetische Grundsituation. Ja. Und warum versuchen wir nicht, die optimalst zu nutzen, so wie wir es ja auch bei bionischen Geschichten zum Beispiel machen. Bei bionischen Sachen versuchen wir uns ja der Natur zu bedienen. Hm. Und warum machen wir es nicht hier auch, ja, und versuchen daraus entsprechend Resultate zu ziehen. Ja, perfekt. Gut. Eine letzte Frage habe ich noch, die mir gerade noch gekommen ist, aber die immer wichtig ist, weil sie immer gestellt bekomme und endlich habe ich einen Experten, der sie mir beantwortet. Heute kam es sogar wieder im Workshop, ich hatte einen Workshop mit dem großen Unternehmen. Was ist mit der Sommerzeit? Wie stehst du zu dem Thema Sommerzeit? Macht es Sinn? Ist es Blödsinn? Du kriegst wahrscheinlich jedes Jahr zur gleichen Zeit immer wieder Anfragen. Was sagen sie dazu? Wie sollen wir damit umgehen? Die einen sagen, es ist Blödsinn, die anderen sagen, so, was ist deine Meinung zur Sommerzeit, zur Umstellung? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Sollten wir es lassen? Also ich habe eine relativ klare Meinung. Das heißt definitiv, es macht keinen Sinn. Und zwar schlicht und einfach aus dem Sinn, aus dem Grund heraus, ich habe so eine Aussage, die Natur kennt keine Zeit. Ja, das heißt, also die Natur kennt keine Sekunden, keine Stunden, keine Minuten. Der ist auch komplett egal, wie wir unsere Zeit messen. Genau. Die hat ihren Rhythmus. Und der Rhythmus ändert sich, der natürliche Rhythmus ändert sich auch nicht, wenn wir unsere äußeren Uhren ändern, wenn wir einfach von Normalzeit auf Sommerzeit schalten. Auch das ist der Natur komplett egal. Und wenn ich von Natur spreche, spreche ich auch von unserem Körper. Prinzipiell ist es unserem Körper egal. Nur wir entfernen uns schlicht und einfach, wenn wir in die Sommerzeit gehen, noch mehr von unserer inneren Uhr. Ja, das heißt, nur mal als Beispiel, wenn ich das jetzt mal sehe, wir haben vorhin gesagt, dieser Dilmo um 22.30 Uhr und 0 Uhr Schlafbeginn. Ja, jetzt nehmen wir mal an, das ist in der Normalzeit. Das heißt, es wäre in der Sommerzeit, wäre dessen sein Schlafbeginn ja im Prinzip eine Stunde früher. Genau. Und von der Seite her ist es aber so, dass er diese Stunde früher ja nicht ins Bett geht, sondern er, das heißt, er geht ja gerade auch, weil es wichtig ist, dass es in, oder weil er sagt, im Sommer ist es hell, ja, also gehe ich auch später ins Bett, muss aber trotzdem morgens um 6 Uhr aufstehen. Aha. Die Uhrzeit bleibt ja die gleiche, zu der ich aufstehen muss. Ja. Wenn man jetzt sagen würde, okay, wir stehen dafür alle um 7 Uhr auf, wäre es egal. Aber wir stehen um 6 Uhr auf und gehen abends später ins Bett und damit haben wir im Prinzip Schlafdefizit raus. Ja. Ich habe das, also sagen wir mal, weil man dazu besser noch so eine plastische Darstellung verwendet, habe ich da auch ein Video mal erstellt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da ist es im Prinzip auch sehr eindeutig darauf erklärt und es hat auch viele überzeugt. Also in meinen Vorträgen kommt diese Frage regelmäßig, deswegen habe ich das auch in meine Vorträge schon eingebaut. Klar. Und, also wir sollten keine Zeit umstellen, wir sollten nach der Winterzeit leben. Ist eine Normalzeit, weil Winterzeit heißt ja nur genau, weil den Winterzeit im Begriff gibt es ja eigentlich gar nicht, aber ja, Normalzeit. Genau, also sagen wir Winter, weil wir sie so kennen und dann ist gleich Normalzeit. Okay, ja, sehr gut. Dann haben wir das endlich auch mal beantwortet. Aber ich finde es ganz gut, wie du sagst, die Natur kennt keine Zeitrhythmen. Ich sage auch immer, dieser Mythos von vor 12 ist der beste Schlaf. Nein, 12 Uhr ist eine Zeit, die wir, es ist eine Uhrzeitumstellung oder ein Tag, der neue Tag beginnt. Das hat irgendwie mit der Chronobiologie oder mit unserem Schlaf, mit unserer Schlafqualität nichts zu tun. Ne? Weil er sagt, nur vor 12 erreichst du deine Tiefschlafphasen. Das ist ja völliger Blödsinn. Also das ist und so ist es halt auch bei dem Zenit der Sonne. Der Zenit der Sonne verschiebt sich ja nicht. Ne? Und wenn man sich überlegt, in der Sommerzeit ist der Zenit der Sonne zum Beispiel im Westen Spanien so bei 14.40 Uhr. Ja, das heißt, für den Körper ist in dem Moment noch quasi Zenit der Sonne. Ja? Aber uhrzeittechnisch sind die um 14.40 Uhr. Ja, absolut. Passt überhaupt nicht zusammen. Genau. Sehr schön. Michael, super. Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne noch einen kleinen Werbeblock für dich einbauen. Haus raus, wie kommt man da nicht ran? Wo erreicht man dich? Du arbeitest, also dich kann man als Unternehmen buchen. Das ist sehr interessant, um mal zu gucken, okay, wie kann man Strukturen anders einstellen, damit die Mitarbeiter aufgrund ihrer Chronobiologie auch leistungsfähiger sind. Genau, Haus raus. Ich haus natürlich da nochmal unten drunter. Unter dem Video könnt ihr gerne mal angucken. Ich mache den Link nochmal rein, aber vielleicht sagst du noch ein, zwei Worte zu dir. Feuer frei. Genau, ja, vielen Dank. Also ich habe generell, unsere Firma heißt, hast du ja schon gesagt, Aliamos. Das heißt also, man findet einmal unsere Firma unter www.aliamos.de, wie man es ausspricht.
oder dann natürlich auch mich selbst, eine Seite von meiner Seite unter www.wieden.com, also wie mein Name. Und da geht es also um Vorträge, Workshops, Change Management Begleitung, konzeptionelle Arbeiten, aber auch initiieren von Studien zusammen mit der Wissenschaft. Und also alles, was um die Chronobiologie rumgeht. Ernährung ist auch ein Thema, weil es ja bei der Chronobiologie auch eine Rolle spielt. Das heißt, wann esse ich? Wann macht es Sinn, auch mal nicht zu essen? Oder absolut. Essen in der Schichtarbeit, diese Themen, das ist ja alles ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Genau, super, dass du das mal ansprichst. Genau, ja, auch wichtig. Genau, absolut. Und da stehen dann auch die Kontaktdaten also auf unserer Website drauf. Und ansonsten, ja, wen es interessiert, das ist das Buch. Genau, was das Letzte, was ich geschrieben habe. Und Chronobiologie im Personalmanagement. Und da stehen also auch im Prinzip die ganzen Sachen nochmal auch aufgeschrieben drin. Und ansonsten, ja, freue ich mich auch, wie gesagt, über Anrufe. Ich habe auch immer wieder Anrufe auch von Studenten, die über dieses Thema schreiben. Also auch da unterstütze ich natürlich gerne. Ja, okay, also, super. Ja, schön. Dann, weil ich ja möchte, dass dieses Thema nach draußen geht. Auch jemand, der jetzt sagt, er kommt von der Schule, möchte das Thema dort besprochen haben, gerade auch bei Schulen. Den habe ich ja schon auch, habe ich Vorträge gehalten dort, was den Schulbeginn angeht, weil ich meine, das ist unsere Zukunft, die Kinder sind unsere Zukunft. Ja. Und wer ausgeschlafene Kinder aus der Schule heraus hat, der hat sie dann auch in der Gesellschaft. Wir wissen es besser, aber trotzdem zwingen wir unseren Kindern immer noch das System über, obwohl wir es mittlerweile besser wissen. Und alle schreien Bildung, Zukunft, unsere Kinder und ach, mein Kind und das Beste für mein Kind. Aber trotzdem, ne, du musst morgens raus. Völliger Blödsinn. Ein kritisches, aber auch schönes Schlusswort. Ich glaube, unsere These hat sich damit auch relativ einfach von selbst beantwortet, dass wir die Chronobiologie nicht nutzen, obwohl sie uns so viel Potenzial gibt. Und ich freue mich darüber, dass du das auch so bestätigst. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und endlich auch mal das große Thema Chronobiologie für uns mal ein bisschen erklärt hast. Wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir einen sehr, sehr schönen Tag. Wenn du noch irgendwas loswerden willst, dann gerne jetzt. Ansonsten Außer mein Dank an dich, dass du mich angesprochen hast. Das hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche dir auch eine erfolgreiche Zeit, eine gesunde Zeit. Dass wir das Thema gemeinsam, also das Kernthema Schlaf, wo wir uns ja auch unterstützen gegenseitig quasi, dass wir das auch entsprechend in die Bevölkerung, in die Unternehmen reintragen können. Das machen wir. Wir geben weiter Gas. Vielen, vielen Dank an dich und ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, dir auch. Bis dann. Tschüss. Ciao.